Liebe Heimatforschende, ich begrüße Sie zum Video Zitate. In diesem Tutorial möchte ich einen kleinen Einblick geben, welchen Zweck Zitate erfüllen und wie man mit ihnen umgeht. Mein Name ist Klaus Reichmann, ich bin Koordinator des Projektes Unterstützung des freiwilligen Engagements in der Heimatforschung im ländlichen Raum Sachsens. Was ist ein Zitat? Ein Zitat ist die teilweise Übernahme von urheberrechtlich geschützten Werken zur eigenen geistigen Auseinandersetzung unter der Quellenangabe. Der Zitatzweck sollte immer sein, die eigenen Ausführungen zu unterstützen. Wir geben Fakten oder Meinungen wieder, die wir in den Quellen oder in der Literatur gefunden haben. Diese müssen wir wortwörtlich, also unverändert, belegen und zitieren. Mit dieser Zitation zeigen wir, was wir herausgefunden haben. Warum zitieren wir? Einerseits schützen und stützen wir unsere Arbeit auf Beleg und nachvollziehbare Quellen. Andererseits ist es falsch, sich selbst als Autor oder Autorin zu bezeichnen, einer These oder Feststellung, die von jemand ganz anderem stammt. Wir zitieren somit, um nicht des Plagiats bezichtigt zu werden. Wie zitiert man im Text? Ein direktes Zitat kennzeichnet man mit Anführungszeichen, also Gänsefüßchen. Auf der Tastatur findet man die Anführungszeichen hier, Shift bzw. Umschalt 2. In Textprogrammen sehen diese etwas so aus wie eine kleine untergestellte 99 für das beginnende Anführungszeichen und eine kleine hochgestellte 66 für das Anführungszeichen am Ende. Es gibt aber auch andere Formen, wie die französischen Anführungszeichen. Ein Beispiel. An dem Abschnitt aus dem Werk Geschichte Sachsens von Rainer Groß auf Seite 175 möchte ich es kurz demonstrieren. Ich zitiere. Aus diesen Arbeitsbedingungen resultierten die Wohn- und Lebensverhältnisse. In den Orten des Erzgebirges und des Vogtlandes bewohnten durchschnittlich 9 bis 14 Personen ein Häuslergebäude. Zitat Ende. Die Anführungszeichen setze ich, wie erläutert, vor und hinter das Zitat. Wenn nur ein Teil der Aussage zitiert werden soll, nutzt man Auslassungen. Um diese zu kennzeichnen, umrahmt man für den ausgelassenen Teil 3 Punkte mit eckigen Klammern. Alt-Groß-Taste 8 bzw. 9. Ich zitiere, aus diesen Arbeitsbedingungen resultierten die Wohn- und Lebensverhältnisse. In den Orten des Erzgebirges, Auslassung, bewohnten, Auslassung, bis 14 Personen ein Häuslergebäude. Zitat Ende. Es gibt auch Zitate im Zitat. Wenn man jemanden zitiert, der oder die jemand anderes im Text zitiert. Dafür setzt man die einfache Anführungszeichen. Diese sind auf der Tastatur hier, Shift und Raute, zu finden. Belege und Zitation. Wenn das Zitat nun gekennzeichnet ist, muss es mit Quellenangaben belegt werden. Diese findet man meist am Buchanfang. Dem Zitat sollte gleich anschließend oder zusammengefasst der Beleg folgen. Dies geschieht meist über Fußnoten. Fußnoten lassen sich im Textprogramm automatisch erzeugen. Im MS Word über die Tastenkombination Steuerung Alt F oder über diesen Pfad Verweise Fußnote einfügen. Das ist aber in den Programmen und deren Versionen bisweilen unterschiedlich. Die Fußnoten können dann automatisch weitergeführt oder eingefügt werden. Indirekte Zitate. Es kommt auch häufig vor, dass man Aussagen nur indirekt zitiert. Dafür nutzt man dann keine Anführungszeichen, sondern man wandelt es in den Konjunktiv um. Das sieht dann etwa so aus. Rainer Groß meint, dass sich aus diesen Arbeitsbedingungen die Wohn- und Lebensverhältnisse resultiert hätten. In den Orten des Erzgebirges und des Vogtlandes hätten durchschnittlich 9 bis 14 Personen ein Häuslergebäude bewohnt. Ein Beleg darf dennoch nicht fehlen. Sonderfälle. Für Zitate gibt es noch verschiedene Sonderfälle. Ein praktisches Beispiel sind die schmückenden Zitate. Gern werden diese zur Einleitung von Aufsätzen oder Monographien genutzt, wie es dieses Beispiel in
Werkzeug des Historikers, Seite 48, zeigt: Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben, durch die man zu den Quellen steigt. Und ehe man nur den halben Weg erreicht, muss wohl ein armer Teufel sterben. Doch auch dabei ist es wichtig, auf die Herkunft des Zitates einzugehen. Unter der Berücksichtigung des Urheberrechts sollte man gegebenenfalls den Autor oder die Autorin um Genehmigung fragen. Besonders, wenn man das Zitat nur als rein schmückendes Element nutzen will und sich nicht weiter im Text damit befasst. Weiterführende Informationen. Wer noch mehr über das Zitieren wissen will, kann zum Beispiel bei der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek weiterführende Informationen erhalten. Diese und andere Links finden Sie noch einmal zusammengefasst unter der Beschreibung des Videos. Damit bin ich auch schon wieder am Ende angelangt. Ich freue mich, wenn Sie etwas mitnehmen konnten und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihr Klaus Reichmann.